Darf ich Sie jetzt was fragen? Jetzt nicht. Was? Aber Sie haben doch gesagt, wenn ich das da anziehe... Aber jetzt kein Deutsch mehr. Ihr Weg führt sie zurück zum Hotelflur, wo sie sich zu einem Paar mit einem kleinen Jungen in den Fahrstuhl quetschen. Was mit raumfordernder Kostümierung und Poolnudeltasche nicht so einfach ist. Wirklich unangenehm wird es jedoch erst, als auch der Dealer in den Fahrstuhl steigt. Er erkennt sie nicht. Aber das könnte nur eine Frage der Zeit sein, denn der kleine Junge will partout nicht damit aufhören, an Hilmas Schneemann-Kostüm herumzureißen. Nichts wie weg also. Beim nächsten Halt des Aufzugs zwängen sich Hilma und Dilling umständlich hinaus, damit der Dealer nicht ihre Gesichter sieht. Dumm nur, dass Hilma wieder mal nicht die Klappe halten kann. Noch bevor sich die Fahrstuhltür hinter ihnen schließt, muss er quatschen. Der Dealer hört es und erkennt die beiden. So, aber jetzt frage ich, wann würden Sie mich nicht verlassen als Frau? Ganz einfach. Wenn Sie sich mehr zutrauen würden, wenn Sie endlich mal aus Ihrer Komfortzone kämen, um für das zu kämpfen, was Ihnen lieb ist, dann würde ich Sie nicht verlassen. Einem beherzten Schubser von Hilma ist es zu verdanken, dass der Schuss des Dealers nicht sie, sondern eine gigantische Weihnachtskugel an der Decke getroffen hat. Und weil wir hier in einem Weihnachtsmärchen sind, fällt die Riesenkugel dem Dealer natürlich auf den Kopf, was Hilma und Dilling die Flucht ermöglicht. Herr Dilling, ich verlasse hiermit offiziell meine Komfortzone. Ich bin aber schuld, ich habe ihn angestachelt. Hilma wirft sich aufs Treppengeländer und rutscht hinunter. Dilling schließt sich an. Doch die Dekokugel mit Dealerfüllung bleibt ihnen dicht auf den Fersen. Ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, um auszuchecken. Gesagt, getan. Die beiden werfen sich in ihren Rentier-BMW und brausen davon. Wo fahren wir jetzt hin? Zur Grenze natürlich. Ach, gute Idee. Allerdings braucht man dafür etwas, was die beiden nicht haben. Benzin. Nur wenige Straßen weiter bleibt ihr Wagen an einem kleinen Weihnachtsmarkt stehen. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ich meine, die können uns doch Benzin bringen. Frustriert steigt Dilling aus. Er trägt noch immer das Weihnachtsmannkostüm und die Kinder auf der Schlittschuhbahn am Rande des Weihnachtsmarkts lachen ihn fröhlich an. Aber Dilling ist so gar nicht nach Fröhlichkeit zumute. Er denkt an seine Nummer 24 in Berlin, der er hoch und heilig versprochen hatte, rechtzeitig da zu sein. Also genau jetzt. Oh Gott. Ja? Schafft's dir, Papa noch? Ach, Olli. Wir sind doch da und drücken dir die Daumen, hm? Er hat's mir versprochen. Auch Schneemann Hilma ist inzwischen ausgestiegen und zur Schlittschuhbahn gegangen. Die Kinder haben großen Spaß, mit ihm zu spielen. Und auch Hilma bekommt dadurch endlich wieder gute Laune. Bis Dilling ihm seine aktuellen Planungen vorstellt. Herr Kess, ich... Mein Sohn wartet auf mich und meine Familie auch. Ich muss nach Hause. Ja, ich auch. Alleine. Alleine? Nehmen Sie es nicht persönlich, aber wir behindern uns gegenseitig. Das finde ich gar nicht. Ich muss nach Hause. Meine Familie steht auf dem Spiel. Frohe Weihnachten. Wow, was für eine Abfuhr. So kalt und herzlos kann tatsächlich nur ein Firmensanierer sein. Aber was soll's? Im Grunde hat Hilma ja schon die ganze Zeit geahnt, mit was für einem Menschen er es da zu tun hat. Er wird auch diese schlimme Erfahrung wegstecken und irgendwie nach Hause kommen, obwohl er noch keine Ahnung hat, wie er das ohne einen Cent in der Tasche anstellen soll. Dilling dagegen verschafft sich die Reise nach Berlin wie alles andere auch. Mit viel Geld. Tatsächlich kann man ihm so in einem Reisebüro noch für den heutigen Tag ein Flugticket nach Berlin besorgen. Ganz der alte Fiesling lässt er sich zum Flughafen chauffieren und drängelt sich wie üblich am Schalter vor. Einchecken lässt man Dilling trotzdem nicht, denn er hat keinen Pass. Der ist bei der Explosion der Jagdhütte in Rauch aufgegangen. Alle Bestechungsversuche und alles Rumwüten helfen ihm nicht. Der Flieger nach Berlin geht ohne ihn.
Sein Sohn spielt derweil das Eishockeyspiel seines Lebens und ist von seinem Vater bitter enttäuscht. Währenddessen konzentriert sich Hilmer auf das Positive, wie es nun mal seine Art ist. Und er macht sich Freunde, indem er nett ist und hilft. Er ist bei der Schlittschuhbahn geblieben und wärmt einen durchgefrorenen Straßenhund. Als er einen traurigen kleinen Jungen mit zerbrochenem Eishockeyschläger sieht, ist er ebenfalls sofort zur Stelle. Zum Glück hat er nämlich in seiner Poolnudeltasche auch extra starkes Klebeband. Man weiß ja nie, ob man nicht vielleicht mal ein Gummitier flicken muss. Im Nu ist der Schläger repariert und der Junge glücklich. Als Dank hilft ihm der Großvater des Kleinen mit Benzin aus. Tja, so weit kommt man im Leben mit Freundlichkeit. Jetzt muss sich Hilmer nur noch überwinden, Auto zu fahren. Tja. Dann muss ich wohl mal. Zum Glück hat Hilmer eine neue Freundin gewonnen, die bei seiner ersten eigenhändigen Autofahrt seit Jahren für den notwendigen emotionalen Support sorgt. Die Straßenhündin, die Hilmer gewärmt hat, hat sich nämlich zur Mitfahrt entschlossen. Er hat die Yorkshire Dame Waltraud getauft und sie ist eine perfekte Beifahrerin. Ich glaube, ich mache das gar nicht schlecht, oder? Im Schneckentempo schleicht Hilmer die Landstraße entlang. Dort wartet ein halb besoffener Weihnachtsmann am Straßenrand. Es ist Dilling. Er hat sich nach dem gescheiterten Flug eine Flasche Whisky gekauft und beschlossen zu trampen. Als er den Rentier-BMW sieht, traut er seinen Augen kaum. Poolnudel klauen. Hilmer fährt so langsam, dass Dilling locker neben ihm herlaufen und an die Scheibe klopfen kann. Dilling? Hilmer, Sie sind gut, Sie haben Benzin organisiert und Sie fahren! Warten Sie, ich bremse mal! Ich komm zu Ihnen! Gut ab, dass Sie den Wagen wieder fortgekriegt haben. Wie haben Sie das mit dem Himmelswesen gemacht? Ich war ganz einfach nett. Ich war ganz einfach nett, Sam. Sie machen Ihren Weg. Doch. Aua. Sie kümmern sich doch auf Fußzone. Meinen Sie? Absolut. Volltrunken ist Dilling eigentlich ganz sympathisch. Zu meckern findet er natürlich trotzdem immer irgendwas. Wenn ich Ihnen noch einen klitzekleinen Tipp geben darf, ich will noch viel schneller nach Berlin kommen, so von Rennfahrer zu Rennfahrer. Hm? Hochschalten, Sie sind noch im ersten. Sie machen sich. Sie sind sternhagelvoll, oder? Ja. Was macht eigentlich unsere Leiche? Ich habe mich nicht getraut nachzuschauen. Vielleicht ist sie ja weg. Vielleicht ist sie ja weg, Papa. Nee, die ist noch da. Sie verwest nämlich schon. Das ist nicht die Leiche, das ist Waltraud. Waltraud? Süße. Mein Hund. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Sie wollen nicht wirklich diesen Straßenköter mitnehmen? Doch, das will ich. Mein Motto bei Hunden... Interessiert mich gar nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müssten wir kurz vor der Grenze sein.